Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Ihr seht da mein Mausbett und meine Hand. Und ich mache jetzt ein absolut total professionelles Unboxing-Video von einem neuen Spielzeug, das ich bekommen habe. Und zwar mit einem total professionellen Setup. Ich habe eine total professionelle Kamera. Nicht? Also doch, hätte ich schon, aber ich bin so faul, sie aufzustellen. Ich habe ein professionelles Mikrofon, das ja, und habe einen total professionellen Untergrund für sowas. Nein, das ist jetzt mein Mauspad. Und was habe ich denn Schönes gekauft? Es ist mal wieder ein Hasler Tacho und diesmal einer von der ÖBB. Jetzt würde ich denken, Mensch Gott, bravura, du hast doch schon ein paar Hasler Tacho. I don't like where this is going. Ja, ich zeige euch mal kurz den ich habe. So, hab den Kollegen da. Bei euch ist es umgedreht. Der geht halt noch bis 140. Und bei TD2 und Co. können wir aber bis 160 fahren. Das ist für den kleinen Kollegen hier ein bisschen zu viel. Aber trotzdem ein schöner Tacho. Deswegen habe ich mir jetzt einen geholt, der von der Anzahl der Geschwindigkeit ein bisschen mehr kann. Einen Moment. Und falls ihr es wissen wollt, es war ein RT9, den ich gerade euch gezeigt habe. Das da drin soll angeblich ein RT12 sein. Und mit dem bin ich nach Österreich gefahren und wieder retour, um den von der Grenze abzuholen. Weil ich wollte keine 130 Franken für die Post zahlen, für das, dass es über die Grenze geht. Also habe ich nur 20 gezahlt. Dafür musste ich halt an die Grenze fahren. After all, I am smart as a fox, you know? Ich habe da ganz professionelles Werkzeug zum Aufmachen. Und dann schauen wir doch mal, was wir da drin haben. Ich habe so die Vermutung, dass der Ton total beschissen sein wird. Deswegen werde ich es eventuell nachvertonen. Oh, der ist gut verpackt. Interessant. So. Ich glaube, ich muss das Mikrofon mal kurz leicht anders machen. So. Okay. Mal weg mit dem ganzen Geschmüß. Das ist der Tacho von hinten. Okay. Ja, einmal drehen. Das ist er. Das ist ein Hasler Tacho vom Typ A28i. 24 Volt, 36 Volt. Da unten ist der Motor, den sitze ich gerade nicht. Ansonsten ist es ein Tacho, so wie es aussieht, vom Führerstand B, weil er keine Uhr hat. Das heißt, deswegen ist dann hinten auch der Fahrtenschreiber nicht mit installiert. Die mit dem Fahrtenschreiber haben vorne eine Uhr drin für ein Imprint. Was haben wir hier seitlich? Aufschriften, Kamera, Fokus. 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 Danke. Da haben wir Aufschriften mit 1, 050 bis 50, 0 und dann 065 bis 65, 0, 3, 090 bis 90, 0, immer mit C. Keine Ahnung, was das heißt. Und ihr seht es vielleicht auch schon von der Bauform. Kamera, Fokus. Der ist anders als wie der andere Tacho. Der soll hier flach aufsitzen. Das ist ein stehender. Und der Motor versenkt sich dann im Führerstand. Und irgendwas klackert da drin. Wir werden den jetzt mal kurz aufmachen. Interesting. Da kommt eine Platte entgegen. Da ist ein Zettel drin. Und so wie es aussieht, Kamera, Hügüs. Kamera ist kacke. Geht es darum, wie groß die Leuchte da drin ist. Da drin, elektrischer Plan. Weiß ich, wie gut ihr das seht. Und hier die Tacho-Elektronik an sich. Ja, ihr seht es wunderbar. Wie ihr da seht, die ganze Komponente
für den Fahrtenschreiber fehlt hier. Kamera, Fokus. Dankeschön. Die Kamera ist scheiße. Auf der Seite ein bisschen Elektronik. Kamera, jetzt Fokus mal. Und da unten ist die Welle. Das Ganze nochmal von der Ansicht. Schauen wir mal, ob wir das so irgendwie hinkriegen. Da. Dann haben wir hier unten den Motor, der dann die Welle hier oben antreibt. Wisst ihr? Kamera, Monitor. Und jetzt schauen wir doch mal. Wie kann ich euch das am besten demonstrieren? Schauen wir mal, ob ich den Tacho zum Laufen kriege. Jo. Er funktioniert. Nice. Das heißt, hier drin, hier da, das da, das ist nur das reine Uhrwerk und alles ist halt weg. Das ist kein Problem. Das heißt, wir kriegen den zum Laufen. Da macht er sein Ding. Hier unten, weiß ich, ob man das sieht, sind die elektrischen Anschlüsse. Die haben am Boden Kontakt. Einmal zumachen. Und zwar hier unten. Da können wir dann anfassen. Und dann läuft dieser Tacho. Einfach nochmal zum Vergleich. Ich hole mal kurz den anderen Tacho. Der da ist quasi für die Wandmontage. Der da für Boden. Sind vom Typ her wirklich relativ ähnlich. Sie sind auch ähnlich aufgebaut. Hier unten zum Beispiel ist die Leuchte drin. Hier ist ein Dacho beleuchtet. Frontaufbau ist der gleiche. Da fehlen die zwei Nupsis fürs Uhrwerk, was wir hier drin haben. Und nur als Vergleich mache ich mal den anderen Tacho auf. Mal ein bisschen vormachen. Da haben wir den Fahrtenschreiber mit dabei. Wobei hier ein kleiner Teil fehlt. Und zwar hier die Spule, wo das Papier, was hier auf der Seite ist, das so rumzieht. Die ganzen Daten werden hier auf dieser Seite reingeschrieben ins Papier. Kann ich jetzt gerade ein bisschen schlecht zeigen. Ich tue mal den anderen weg. Und dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Da müssen wir den einmal hier kippen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, Klappe da, kann man aufmachen. Und die Kollegen hier da treiben die Geschwindigkeit rein. Und da oben ist auch noch meine Stanze bezüglich der Stundenanzahl. Sprich, die Uhr muss hier mitlaufen, damit auf dem Papier die Uhrzeit eingestanzt wird, damit man immer eine Referenz hat, wann zu welcher Uhrzeit mal wie gefahren ist. Und die Sachen bewegen sich entsprechend wie mit der Geschwindigkeit. Ich versuche hier noch die Ersatzteile zu bekommen. Also vor allem hier der Teil, der da fehlt. Kamera, Fokus. Fokus. Ja, Kamera. Dann kann ich euch das mal in Action sein. Wobei, was ihr vielleicht gerade schon seht, ist da oben. Kamera. Fokus. Fokus. Es wird nichts. Das da oben ist die Uhr. Einmal hier zum Aufziehen. Für die Anzeige da vorne. Und natürlich hinten. Und man hört es dann auch richtig akustisch, wenn die Stunde umschlägt, dass dann hier die Einheit entsprechend umschaltet. Okay, das war das kleine Unboxing. Ich würde sagen, den Tacho sehen wir im nächsten Video. Also, mit den da, den anderen, in Action. Dann können wir ein bisschen Gas geben. Ah, dieses Unboxing. Katastrophal. Aber alles mal einen kleinen Einblick. Ich werde mit den Hasler Tachos noch ein bisschen alte Teilvideos machen, aber dann mit einer anständigen Kamera. Bis dahin, wünsche euch was. Gute Fahrt und fahrt nicht zu schnell.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.